Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Das Sony Xperia 5 Mark II hat ja das Update für Android 11 bekommen. Hier können wir es uns anschauen. Android 11 mit dem Sicherheitsupdate von April und das Google Play System Update auch von April. Es hat das Android 11 Update bekommen und jetzt gucken wir uns die Neuerungen dieses Updates an. Den Anfang macht 4K HDR 120 Frames per Second, also FPS, in der Cinema Pro App. Das ist die spezifische App für Videos. Da klicken wir jetzt einmal drauf. Sie startet. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, die Auflösung zu wählen. Zwischen 4K und 2K. Wir belassen es mal bei 4K. Und jetzt können wir auch die FPS, also die Frames per Second, einstellen. Und zwar, hier seht ihr es, 120 Hertz. Wenn wir draufklicken, seht ihr hier eine Anleitung. Audiofunktionen sind bei den aktuellen FPS nicht verfügbar. Clips, die mit aktuellen FPS aufgenommen wurden, dürfen nicht mit Clips gemischt werden, die während der Erstellung eines fertiggestellten Films mit Projekt FPS aufgenommen wurden. Okay. Genau. So, jetzt haben wir es eingestellt. Da haben wir es, 4K und hier 120 FPS. Das war die erste Neuerung. Die zweite Neuerung betrifft die Photo Pro App, eins rechts davon, das heißt diese App hier. Und hier geht es im Speziellen um diese Funktion. Wenn wir hier runter scrollen, MR, das heißt Memory Recall. Und auf Deutsch Kamera Einstell Abruf. Und ihr seht, hier können wir nichts anklicken. Ja, das geht nicht. Aber hier können wir was festlegen. Feedback bei Serienaufnahme. Dynamikbereich Optimierer. Softskin Effekt ist jetzt aus. Fokusfeldfarbe weiß. Und zum Anpassen berühren Fokus und Helligkeit. Das können wir jetzt ja einmal festlegen. Oder eben nicht. Mal sehen, ob wir das hier auswählen können. Hier können wir aber auch noch nichts auswählen. Gut, wir legen es mal fest. Und weiter geht es mit Battery Care Funktion. Dazu müssen wir in die Einstellung, in den Punkt Akku. Ihr kennt ja Sony für den Stamina Modus. Da ist Sony sehr, sehr gut dabei. Dieses Gerät hat ein 4000 mAh Akku und der hält für diese Größe ziemlich gut und ziemlich lange. Das ist der Stamina-Modus. Können wir entweder einen Zeitplan festlegen oder ja, der aktiviert sich von alleine bzw. fragt an, wenn ein gewisser Batteriestatus, Akkustatus erreicht ist. Die Stamina-Ebene können wir hier auch nochmal aussuchen. Wir sagen entweder Akkulaufzeit bevorzugt oder eben ausbalanciert. Hier seht ihr, was alles eingeschränkt wird. Hintergrunddaten, Standortdaten, Bildoptimierung und das Always-On-Display. Gut, des Weiteren haben wir Batteriepflege. Reduziert die Zeit, in der der Akku fast vollständig geladen ist, um die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen. Das macht Sony wirklich sehr, sehr gut. Das habe ich auch aktiviert. Ihr seht hier es. Ich habe den Automatikmodus an. Ihr Gerät lernt automatisch, wann Sie es gewöhnlich mehrere Stunden aufladen lassen und schätzt die geeignete Zeit für die Aktivierung der Batteriepflege. Man kann es aber auch selbst einstellen, wenn man feste Uhrzeiten zum Schlafen gehen hat, beispielsweise 10 bis 6, kann man das einstellen. Oder man kann hier auswählen, immer. Hier haben wir noch eine Erklärung. Einmal für Auto, einmal für Benutzer definiert und für immer. An dieser Stelle könntet ihr das Video pausieren und euch das in Ruhe durchlesen. So, die nächste Neuerung. Message Bubbles. Ja, das sind wieder diese Chat-Heads, sage ich ja dazu immer, von Facebook Messenger. Dazu muss man in Apps und Benachrichtigungen und da in Benachrichtigungen konfigurieren und da haben wir es. Ja, das ist ja mit Android 11 eingeführt worden, Bubbles. Ein Unterhaltungen können als unverankerte Symbole angezeigt werden. So würde es aussehen. Genau. Zulassen, dass Apps Bubbles anzeigen. Ist aktiviert.
und damit ist es erledigt. Die nächste Neuerung ist Screen Record in Notification Bar. Das heißt, was Neues ist jetzt, dass quasi hier ein Quick-Teil für die Bildschirmaufnahme vorhanden ist. Da haben wir es. Aufzeichnung starten. Beim Aufnehmen kann das Android-System vertrauliche Informationen erfassen. Oh, das ist gefährlich. Genau, also wir können ja auswählen zwischen Audio aufnehmen, Mikrofon oder Audio über das Gerät, Audio über Gerät und externes Mikrofon ist möglich. Und dass man die Berührung des Bildschirms anzeigt, ne, wenn man beispielsweise ein Tutorial aufnimmt. Genau. Das nächste, was Neues, ist der lange Druck bzw. das Menü, das auftaucht, wenn man den Ein-Ausschalter lange gedrückt hält. Ist auch von den Pixel-Geräten bekannt, dass die Home-Funktionen jetzt hier in diesem Bildschirm integriert sind. Ich habe jetzt hier noch Cat-Controls, allerdings wenn man Home-Devices, Home-Gerät haben sollte, wäre das hier alles sichtbar. So. Dann gibt es als neue Funktion, auch wieder von Google Pixel Geräten bekannt. Jetzt spinnt mein Autofokus hier. Genau. Wenn wir jetzt, na, da haben wir doch eine Benachrichtigung erhalten. Genau, wir kommen wieder zurück zur Neuerung, dass die Mediasteuerung jetzt hier drinnen stattfindet. Dafür öffnen wir mal Apple Music. Lassen dann so schnell wieder aus. Genau, da seht ihr es, dass die Mediasteuerung jetzt quasi da reinwandert. Man kann es natürlich auch expandieren. Da habt ihr die Animation dazu. Wirklich Mediapixel Launcher. Genau, hier können wir noch das Gerät aussuchen. Entweder über die Smartphone-Lautsprecher oder über ja, Ohrhörer, Kopfhörer, was auch immer. Genau. Dann kommen wir auch schon zur nächsten bzw. zur letzten Neuerung, die ich euch allerdings nicht zeigen werden kann. Denn das Sony Xperia 5 Mark II und One bzw. 1 Mark II können als externe Monitore benutzt werden. Nehmen wir an, ich würde jetzt mein Video hier mit einer Sony Alpha Kamera aufnehmen, dann könnte ich mein Gerät quasi daran anschließen und das als ja, externen Monitor benutzen. Eine separate App habe ich hier in dem App Launcher, in der App-Übersicht nicht gefunden. Nicht gesehen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass wir doch die, ja, dass wir uns die Apps anzeigen lassen können. Eventuell taucht es ja hier auf. Tatsächlich, da ist sie. Externer Monitor. Kann man sie auch öffnen? Nein. Das geht nicht. Eventuell geht es wirklich nur, wenn man das Gerät, dieses Gerät hier quasi an eine Kamera anschließt, über ein Kabel, das dann die App beziehungsweise die Anwendung ja, aufploppt, auftaucht und man es erst dann nutzen kann. Wie gesagt, in der App-Übersicht ist diese App jetzt nicht. Nein, da ist sie nicht vorhanden. Das waren die Neuerungen, die Android 11 auf das Sony Xperia 5 Mark II gebracht hat. Ich finde es okay, ich finde es sind gute Neuerungen. Das System läuft absolut flüssig. Wirklich, wie als hätte man ein Pixelgerät in der Hand. Die Animationen sind super, die Geschwindigkeit super, kein einziger Ruckler. Ich bin zufrieden mit dem Update. Mit der Kamera-App, mit der allgemeinen, bin ich nicht ganz so zufrieden. Das folgt dann in einem separaten Video. Vielen Dank fürs Zusehen, das war's von diesem Video. Macht es gut, bleibt gesund. Tschüss.